Zum ersten Mal wurde ein Covid-19-Impfstoff zugelassen, der sich selbst vermehren kann. Der Impfstoff der US-Firma Arcturus Therapeutics wurde vom japanischen Gesundheitsministerium Ende November als erstes weltweit zugelassen, wie die Pharmazeutische Zeitung berichtet. ARCT-154, so der Name des Vakzins, basiert auf sogenannter selbstamplifizierender mRNA. Diese bildet zusätzlich Gene, das die mRNA vervielfältigen kann. Auf diese Weise werden im Vergleich zu den bisherigen Impfstoffen aus weniger sa-mRNA mehr Antigene hergestellt. So kann bei einer geringen Impfdosis starke Wirkung erzielt werden. In einer Phase-3-Studie wurde ARCT-154 mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech verglichen und konnte sich bewähren.